Wenn ihr Phasen quatscht, worum ging es denn da? Erinnert ihr euch? Ja. Dann sagt mal. Die Bewegung zu Ende führen. Das war der Vier-Phasen-Sit-Up. Achso. Wie gemein. Gemein, ne? Genau, die vier Segmente, ne? Ja, genau. So, ich hätte ganz gern, dass die Phasen aufstellen, rechter Winkel im Kniegelenk. Und ihr macht ein Hohlkreuz. Und ihr legt eure Hände auf den Brustkorb. Mit hohlem Kreuz meine ich jetzt nicht übertrieben, sondern eigentlich in neutraler Form. Ready? Okay, drücken wir alle mal die Lände in die Matte und bleiben dort. Wir haben ja vorhin auch gelernt, der Rectus Abdominis ist ebenfalls im Sakralgelenk relevant. Den machen wir jetzt. Einmal lösen. Und noch einmal, Lände in die Matte. Das Schambein zieht zum Brustbein, wie du merkst. Und damit aktivierst du Rectus Abdominis. Und lösen. Machen wir das noch einmal. Nochmal. Lenny senkt, Schamal zum Brustbein. Und jetzt den Oberkörper etwas vom Block anlegt. Jetzt geht auch noch das Brustbein zum Schambein. Beckenboden aktiv, Bauch und Block und alles etwas lösen. Und Lenny lösen. Noch einmal. Lenny in die Matte. Sichern. Oberkörper wieder anlegen. Oberkörper lösen. Und jetzt erst die Lände lösen. Einverstanden? Nochmal. Die Lände in die Matte verankern. Und wenn du das gemacht hast, zieh mal den rechten Fuß an. Setz den rechten Fuß wieder auf. Und jetzt darf die Lände lösen. Nochmal die Lände in die Matte. Und wenn du das hast, dann erst den rechten, anderen Fuß mal an. Das ist der Hebel. Für den Hebel zurück und löse die Lände. Nochmal. Erst die Lände in die Matte verankern, wenn du nicht möchtest, beide Füße. Oha. Beide Füße senken, die Lände unbedingt unten halten. Und wenn die Füße unten sind, erst dann nicht. Und noch einmal, Lände in die Matte. Und jetzt Füße und Oberkörper. Gehen. Dann beide senken, die Lände muss kontrolliert bleiben, ist beides unten, erst dann lösen. Du alleine. Es ist wichtig, dass du die zeitliche Nachfolge beachtest. Erst die Sicherung der Lände, Einsatz der Hebel, Hebel entfernen und erst wenn die Hebel völlig entfernt sind, darf die Sicherung entfernt werden. Du alleine bitte. Ein Schaffen noch. Schließlich lösen wir das, legen die Arme die T-Halte ab, lass die Lände locker und lass beide geschlossenen Knie gerne mal nach rechts gleiten. Natürlich darfst du dieses obere linke Bein auch lang ablegen und auch sehr gerne mit der Einhand fixieren. Löse das einmal auf und tausche die Richtung.
mal bitte einmal raus. Lass mal die Knie, wo sie sind, und dreh dich einmal zu den Knien auf die Seite. Kannst auch den Block einfach liegen lassen oder auch irgendwo in Kante stellen, wenn du das nicht so gerne möchtest, dass der Kopf so auf dem Boden hängt. Ganz so gerne nochmal den Rücken ein bisschen locker machen. Dann das obere Bein sehr gerne wieder ausstrecken. Die obere Hand von dir aufstellen und en bloc wieder in den Sitz. Viel dehnen. Machen wir zum Schluss. Das heißt, auch nur ein bisschen locker, aber richtig Abschluss dehnen. Machen wir heute Abend sowieso erst. Ich werde mich jetzt gar nicht mit so lange beschäftigen. Noch vier. Die letzten drei. Und dann kommen wir einmal mit den Händen nach vorne. Und dann aber den Vorfuß, den Fußrücken absetzen, wenn du das kannst, setz dich auf die Ferse. Wenn du das nicht so gerne möchtest, dann bleib doch einfach da oben. Du kannst aber auch sagen, setz dich vielleicht einmal so ein bisschen daneben. Und auch mal auf die andere Seite. Und dann wollen wir aber auch schnell die Hände aufstellen, nach vorne kommen, Füße anwinkeln, Schultern, Augen schieben, Hände nach vorne, Ellen nach hinten, vielleicht einmal so ein bisschen durchhängen lassen. Oder wer Erfahrung hat, der kann das ja auch viel lang machen, ne? Das ist kein Problem. Und dann gehst du bitte mit mir in den herabschauenden Hund. Bleibst gerne mal herabschauen. Könnt die Füße gerne parallel, fern im Boden wirklich gehen. Durchdrücken in Oberkörper Richtung Knie denken. Und dann wandern wir gemeinsam mit den Händen Richtung Füße. Entweder stimmst du dich auf den Schenkel oder lässt dich frei hängen, je nachdem, was du am liebsten magst. Und dann wollen wir aber alle mal die Beine ein bisschen beugen, die Hände abstützen und abgestützt gerne aufrollen. Und dann geht man in die Strecken rein. Schulter. Und dann lässt sich wieder mal rollen. Und vielen Dank fürs